Hallo Sushi-Liebhaber! Vorhin habe ich Sushi gemacht mit rohem Lachs. Da ist allerdings einiges übrig geblieben von den Zutaten. Und als Resteverwertung habe ich das hier gemacht. Ein Gunkanmaki mit rohem Lachs. Mit ein bisschen Frühlingszwiebel, Gurke, ein bisschen scharf, schön gewürzt. Und wie ihr das Ganze selber machen könnt, seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! Das sind die Zutaten für heute, gar nicht mal viel. Wir haben hier den gewürzten und gekochten Sushi-Reis, ein bisschen scharfe Chili-Soße, in meinem Fall ist es Sriracha. Dann haben wir hier Mayonnaise oder eine Salatcreme. Und die weiteren Zutaten sind die Überbleibsel von einer anderen Sushi-Variante, die ich vorhin gemacht habe. Ich habe hier ein ganz kleines Stückchen Gurke, ein bisschen von der Frühlingszwiebel und ich habe hier noch Wildlachs. Der schmeckt wunderbar, ich habe den schon probiert. Das hier ist quasi das Schwanzstück, also hier geht es Richtung Kopf. Hier würde so der Schwanz weitergehen. Der ist allerdings hier so umgeklappt und auch so ein bisschen, ja, faserig. Schmeckt super, eignet sich aber nicht für alle Sushi-Varianten. Und in dem Video nutze ich den eben für das Gunkanmaki. Die Hände sind ganz leicht angefeuchtet. Ich nehme hier ein bisschen Sushi-Reis raus. Ungefähr so eine Portion. Und bringt es in so eine längliche Form. Das sieht schon sehr gut aus. Und da wird jetzt dieses Algenblatt oder dieser Streifen drumherum geschlagen. Diesen Streifen setze ich meistens hier so in der Mitte an, mit der rauen Seite nach innen. Dann drücke ich leicht fest und mit ein bisschen Spannung wird jetzt einmal hier außen rumgeschlagen. Sollte hier ein bisschen was überstehen, das ist gar kein Problem. Entweder ihr lasst es dran oder ihr schneidet es weg, wie ihr das möchtet. Und mit dem Finger komprimiere ich jetzt von oben hier den Reis, dass er relativ gleichmäßig ist. Allerdings nicht fest, sondern ganz vorsichtig. Und jetzt können wir das Gunkanmaki schon füllen. Für die Füllung habe ich zunächst ein kleines bisschen von dieser Salatmayonnaise. Da gebe ich einen so einen kleinen Klecks in die Mitte. Jetzt schneide ich mir hier ein Stück runter von dem Lachs. Da müssen wir mal schauen, wie viel wir wirklich brauchen. Und das schneide ich in kleine Würfel. Diese ganzen kleinen Würfel verteile ich jetzt hier in dem Gunkanmaki. Und ein so ein Streifen reicht auch gut aus. Dieses kleine Stückchen Gurke werde ich jetzt in ein paar Streifen schneiden, dass wir das dann gleich schön anrichten können. Die Gurke ist jetzt geschnitten in feine Streifen und jetzt setze ich das Messer so um 45 Grad Winkel, also nicht senkrecht, sondern so an, halte die Gurke hier fest und schneide vorsichtig so eine Kerbe da rein. Das Ganze kann man jetzt hier so ein bisschen auffächern, so ungefähr, relativ gleichmäßig und jetzt wird es einfach hier hinten reingesteckt. Kann man noch mal ein bisschen nachjustieren hier. Und damit sieht das Gunkanmaki schon richtig klasse aus, finde ich. Ich habe die Gurke noch ein kleines bisschen mehr aufgefächert. Jetzt kommt noch die Frühlingszwiebel dazu. Und zu guter Letzt haben wir ja noch unsere Chili-Soße. Um ein bisschen feurigen Geschmack ranzukriegen, da gebe ich noch mal so einen kleinen Klecks hier oben drauf. Fertig ist das Gunkanmaki. Die Resteverwertung sieht jetzt so aus. Ich finde es sehr gelungen. Und jetzt schauen wir mal, ob es auch schmeckt. Angerichtet wie immer mit ein bisschen selbstgemachtem eingelegten Ingwer und ein klein bisschen Sojasauce, wo ich das jetzt reinstippen werde. Mal schauen. Schön scharf durch diese Sriracha-Soße. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Die Gurke gibt ein bisschen was Knackiges und der Fisch, der schmeckt sowieso wunderbar. Von daher, eine sehr schöne Kombination, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Und wie immer steht dieses Rezept auch auf meiner Homepage, sushi-liebhaber.de. Den Link findet ihr unten in der Infobox. Dort habe ich das Rezept nochmal beschrieben und ihr seht auch eine Liste von Zutaten, die ihr alle benötigt mit den Mengenangaben. Ich hoffe, das Video hier hat euch gefallen. Wenn dem so war, freue ich mich über eine positive Bewertung. Und vielleicht macht ihr es ja mal nach, dann schreibt mir gerne einen Kommentar oder was ihr mir sonst sagen möchtet. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.